Ob ich es besser als Anton machen würde, kann ich leider vorher nicht sagen. Ich habe im Moment keine Ahnung, was mir erwarten soll heute. Mein Name ist Lisa Iflender, ich bin Vertriebsleiterin hier bei CosaTech. Ja, hier siehst du unseren Vertrieb in Braunschweig. Wir haben insgesamt knapp 70 Vertriebsmitarbeiter. Und vom Ablauf her ist es so, unser Einkauf schaut immer, welche Produkte sind gerade angesagt, welche Produkte brauchen unsere Kunden und kaufen dann die Ware entsprechend ein. Die wird eingelagert, da kann Anton dir noch mehr drüber erzählen, er hat das kennengelernt. Das mache ich flott, das mache ich schnell, das mache ich gut. Und dann ist unser Vertrieb dafür da, diese Ware an unsere Kunden zu verkaufen. Ich bin gespannt. Kannst du mir was zeigen, wie es dann geht? Ja. Möchtest du erst unsere Systeme sehen oder erst noch ein paar Mitarbeiter von uns kennenlernen? Natürlich erst ein paar Mitarbeiter kennenlernen. Erst ein paar Mitarbeiter kennenlernen? Ja, auf jeden Fall. Hi. Hi. Manu. Mo. Manu. Nick, hi. Manu. Hi. Habt ihr schon mal Fußball spielen gesehen? Ja? Machst du ganz gut. Die Leute hier sind entspannt. Du machst einen coolen Job, auf jeden Fall. Kann ich nur so unterschreiben. Was ist das? Nicht draufdrücken. Da dürfen nur die Vertriebler draufdrücken, die einen neuen Kunden gewonnen haben oder einen besonders guten Auftrag gemacht haben. Du könntest dich heute ein bisschen anstrengen und wenn das funktioniert, dann kannst du auch mal den Buzzer drücken. So sehen die Arbeitsplätze von unseren Vertriebsmitarbeitern aus. Du siehst eben hier, wir haben unsere Warenwirtschaft. Im System kannst du sehen, welche Artikel wir am Lager haben und zu welchem Preis. Du siehst, welche Kunden angelegt sind, welche Kunden welche Artikel gekauft haben. Dann ist es eben Aufgabe von unseren Mitarbeitern im Vertrieb und heute von dir, unsere Kunden zu kontaktieren und die Ware zu verkaufen. Ja, der funktioniert. Soll ich anrufen? Mhm. Ja? Okay. Ah, ich höre Akzent. Nederlands? Ja, okay. Hi, goeiedag. Ich habe eben telefoniert mit einem Kunde, muss ich sagen. Der war Holländer. Ich habe ihn einfach gefragt, wie es war. Ja, ik heb hier gewoon een weddenschap lopen. Dus als je graag aan de telefoon blijft, dan is alles goed. Gewoon even een beetje lachen. En daarna ga ik misschien zeggen, hey, schön Tag noch. Dankjewel, hè. Hoi. Der sagte, er will bei uns bei CosaTech kaufen. Das ging aber schnell. Wie hast du das denn jetzt so schnell geschafft? Was die Leute brauchen, musst du verkaufen. Moment, er ist kaputt. Ja, natürlich wird es der Buzzer drücken. Würde mal gucken, wie es funktioniert oder was der Buzzer eigentlich macht. Aber Lisa zu sagen, dass ich nichts verkauft habe. Hast du mir was zu sagen vielleicht? Der hat nur gefragt, wie das Wetter war. Und ich habe ihm gesagt, das Wetter hier ist super. Ja, guten Tag, Iflender hier von CosaTech Computer aus Braunschweig. Hallo. Sie haben mit meinem Kollegen telefoniert, haben sich schon etwas übers Wetter unterhalten. Ja, wie ich Lisa so kennengelernt habe, habe ich gesagt, ja, super Typ natürlich. Ich glaube auch, dass das unser Boss ist. So, wenn was passieren sollte, kann es auch anders gehen. Ja, auf jeden Fall. Ja, über 100 Stück. 120. Ja, super. Dann vielen Dank. Ware ist morgen da, wie besprochen. Geklappt? So, jetzt hat's geklappt. Ich glaube schon, dass ich einen besseren Job als Anton gemacht habe, muss ich ehrlich sagen. Dass ich einfach mit ein paar Sätzen irgendwas verkaufen kann. Keine Ahnung, ob er das könnte. Also ich glaube, ich würde ihn auch einstellen. Müsste vielleicht noch ein bisschen schauen, dass er dann ein bisschen mehr Disziplin noch an den Tag legt bei uns. Wie viele Azubis gibt es hier eigentlich? Also im gesamten Unternehmen sind es ungefähr 20 Stück, inklusive duale Studenten auch. Bei uns rein im Vertrieb sind es 14 Auszubildende aktuell. Wie war dein erster Tag hier?
Mein erster Tag war grundsätzlich erstmal so, dass wir hier relativ schön ausschlafen durften. Ich musste erst um 10 hier sein und dann wurden wir von unseren Paten abgeholt. Ja, mein Tag, wie er war heute, muss ich sagen, es war nicht so wie Mo's erster Tag. Ich habe nicht so um 10 Uhr morgens Pizza bekommen, leider. Wir haben vorher oben in der Ozone Lounge bei uns Pizza gegessen. Das war ganz angenehm, ja. Ja, und jetzt nächste Ziel, nächsten Monat wieder auf der Busse drücken? Ja, ich hoffe es doch. Für mich war es dann heute. So, ciao.